So, herzlich willkommen hier am nachmittäglichen Vortrag Nummer 4 in der Diving Session. Ich begrüße als Redner Kai Brausewetter, Senior Agile Coach von der TUI Infotech. Herzlich willkommen. Bevor Danke. wir mit seiner Einführung und dem Vortrag starten, möchte ich für die Zuhörer noch ein paar organisatorische Informationen geben. Und zwar, Sie haben jederzeit während des Vortrags die Möglichkeit, in Ihrem Fragetool Fragen an uns zu richten, die wir entweder schon direkt im Vortrag von Herrn Brausewetter versuchen zu beantworten oder in einer kleinen Q&A-Session am Ende des Vortrags. Darüber hinaus freut es mich, dass ich Ihnen auch mitteilen darf, dass der Vortrag im Anschluss an die Veranstaltung als Download verfügbar sein wird. Und Herr Brausewetter wird auch in der Speakers Corner nach seinem Vortrag noch verfügbar sein. Also wenn Sie noch ein virtuelles Vier-Augen-Gespräch mit ihm suchen möchten oder Zwei-Ohren- oder Vier-Ohren-Gespräch oder wie man es auch immer nennen will im virtuellen Raum, haben Sie die Möglichkeit, dort natürlich auch noch bei ihm vorbeizuschauen, um direkt Fragen zu seinem interessanten Vortrag mit dem Titel Geschichten, Tipps und Fallen mit der Einführung von Objectives und Key Results bei der TUI zu stellen. Ich darf ganz kurz ein paar Eckpunkte zu Herrn Brausewetter sagen. Er gestaltet aktuell die agile Transformation im IT- und Non-IT-Umfeld der TUI und begleitet hier die Teams in ihrer Selbstorganisation. Dabei unterstützt er bei der Skalierung und agiert als crossfunktionaler sowie internationaler Sparringspartner das Management. Zuvor war er als Scrum Master und Product Owner in Projekten tätig, weshalb er natürlich auch ganz klar über die nötigen praktischen Erfahrungen aus dieser Perspektive verfügt. Weiterhin war er in diversen Rollen, unter anderem auch in klassischen Führungspositionen tätig und in Unternehmen in IT-Automatisierungs- und Infrastrukturprojekten sowie Serviceentwicklung im nationalen und internationalen Umfeld. Und Sie hören jetzt in seinem Beitrag, dass OKRs hilfreich sind, wenn man es geschickt anstellt. Bühne frei für Herrn Brausewetter. Ja, danke schön. So, bitte, bitte. Einmal gucken, dass das mit der Monitorübertragung auch gut funktioniert. Bild ist da. Bild ist da. Gut, dann muss ich einmal noch kurz bei meinem Bildschirm hier so ein bisschen rumarrangieren, dass ich noch ein bisschen weiß, was hier los ist. So. Ja, dann legen wir doch einfach mal los. Ja, Einführung von Objectives und Key Results bei der TUI, das haben wir vor etlicher Zeit gemacht oder an einigen Stellen der TUI. Die TUI ist ja etwas größer. Und da würde ich jetzt einfach ein paar Dinge draus ja, erzählen und natürlich, was es mit diesen OKRs überhaupt so auf sich hat. Erstmal vielleicht ein paar Worte nochmal zu mir, was mir eigentlich ganz wichtig ist. Und das hat natürlich auch gerade, wenn ich als Sparringspartner fürs Management unterwegs bin, eine gewisse Auswirkung, weil ich dann schon immer mit dem Motto unterwegs bin, get out of your comfort zone, weil eigentlich da ist nämlich der Punkt, wo das Leben spannend wird und wir alle halt was lernen können. Das ist manchmal für das Management nicht ganz so, ja, sag mal, nicht ganz so leicht. Aber das müssen Sie dann aushalten, wenn Sie mit mir arbeiten wollen. Ja, die anderen Geschichten, was ich so mache, wurden ja schon teilweise halt genannt. Ich könnte noch eine Sache hinzufügen, dass ich lange Zeit halt im IT-Betrieb gearbeitet habe. Deswegen habe ich auch eine gewisse Verbindung zum ganzen IT-Service Management und der Historie halt dazu. Und das, was ich nämlich heute am Beispiel erzählen werde, findet großenteils nämlich im IT-Betrieb statt. So dass das Thema Sicherheit, Stabilität immer wieder so ein zentraler Punkt bei mir auch sein wird. So, aber ich dachte mir, ich wollte nicht nur, Sie sollen nicht nur wissen, mit wem Sie es zu tun haben, sondern vielleicht auch würde ich gerne wissen, mit wem ich es halt zu tun habe. Und deswegen dachte ich mir, machen wir mal eine kleine Umfrage per Menti, was eigentlich so funktionieren sollte, dass Sie bei sich im Browser auf die Seite www.menti.com gehen. Dann kann man halt so einen Code eingeben, der oben die 50 10 20 9. Und dann müssten Sie
so eine Frage beantworten können, nämlich wie der Erfahrungslevel mit den OKRs bei Ihnen eigentlich ist. Ob es eher in die Richtung geht, ich habe schon mal davon halt gehört, ich kenne die Theorie oder ich bin OKR-Profi. So, zumindest scheinen wir eine Person zu haben, die zumindest die Theorie kennt. Ah ja, und da tut sich was. So, das sieht so aus, dass wir denn doch, ich auf jeden Fall ein bisschen am besten auf die Theorie halt eingehe. So, vielen Dank schon mal dafür. Es scheint ja eine muntere Verteilung zu sein, aber ich denke, um ein paar theoretische Grundlagen kommen wir nicht drum herum, um das Verständnis so ein bisschen halt hinzukriegen. Hilft dann auch vielleicht besser oder mal abgleichen, auch mit den Profis hier unter uns, mal zu gucken, wie ähnlich unser Verständnis ist, weil da gibt es ja auch so ein bisschen unterschiedliche Philosophien, die da mal mit reinspielen. So, das heißt schon mal vielen Dank dafür. Ich mag es eigentlich so, wenn wir durchaus so verschiedene ja, Zusammensetzungen doch denn eigentlich hier so halt haben in der Zuhörerschaft. Upsala. So, wie hat das Ganze überhaupt angefangen? Wie sind wir denn überhaupt zu den OKRs gekommen, um das so ein bisschen Kontext zu geben? Also wir haben eine agile Transformation bei uns im IT-Betrieb gestartet, wo wir drastisch mit einem Big Bang quasi 260 Leute in eine neue Struktur gegeben haben, mit der Maßgabe, sage ich jetzt mal ganz platt, jetzt neue Arbeitstechniken zu nutzen, sag mal sinnvoller zu arbeiten. Und wir sind relativ schnell auch dahin gekommen, dass wir neue Arbeitsweisen angewendet haben. Nicht nur die Arbeitsweisen, wir haben natürlich auch versucht, unsere Haltung an gewissen Dingen zu verändern. Das dauert natürlich immer noch ein bisschen länger, aber ich habe dann so ein Erlebnis gehabt mit einer Führungskraft bei uns, ich sag mal so eine agile Führungskraft, die mich nachdenklich gemacht hat. Und das ging nämlich ungefähr so, dass ich den Kollegen halt gefragt habe, sag mal, mit den ganzen neuen Dingen, die jetzt anstehen, die Produkte, die du jetzt betreust, wie passt das eigentlich mit den Strategie und dem Vorgehen in den Nachbarteams zusammen? Stimmt ihr euch da ab? Was tut ihr, um in die gemeinsame Richtung zu gehen? Oder macht ihr vielleicht Dinge, die sich widersprechen? Und die Antwort hat mich dann ein bisschen überrascht, wo ich dann die Antwort nicht bekommen habe. Nö, also wir reden ab und zu mal darüber, aber wir arbeiten auch relativ viel nebeneinander her. Klappt soweit ganz gut und die regelmäßigen, sag mal, Gespräche darüber, die ergeben denn schon die gute Grundlage, dass wir in die richtige Richtung gehen. Dann habe ich allerdings ein paar Dinge mal so hinterfragt, wie ihr zu den einzelnen Themen steht, von den Strängen, die ich wusste. Und es stellte sich halt sehr schnell heraus, okay, so aligned, wie man so schön mal sagt, sind die Teams denn halt doch nicht gewesen. Dazu muss man vielleicht im Hinterkopf haben, wir haben dann plötzlich auch 25 Teams gehabt, die nebeneinander gearbeitet haben. Und wer den IT-Betrieb kennt, weiß, dass es typischerweise doch sehr viel, eine große Bandbreite von Services, die man dort anbietet. Und es ist gar nicht so leicht, so eine einheitliche Vorgehensweise, einheitliche Richtung halt sicherzustellen. Und das war der Punkt, wo ich denn gedacht habe, okay, da müssen wir dringend was tun. Und dann kamen die Objectives und Key Results mit auf den Plan. So, warum überhaupt Objectives und Key Results? Gehen wir mal kurz ein bisschen auf die Grundlagen ein. Was steckt eigentlich so dahinter? Also zum einen sind Objectives und Key Results eine gute Sache, wenn man sich, ich sag mal, in einem schnell wandelnden Umfeld befindet, was ja unter dem Stichwort VUCA-Welt bekannt ist. Das heißt wirklich, die Anforderungen, die an einen gestellt werden, an ein Team gestellt werden, an eine Organisation gestellt werden, verändern sich ziemlich schnell. Es geht darum, wirklich den Fokus nicht auf die eigene Tätigkeit zu legen, sondern Kundennutzen zu generieren. Das wird dort auch mal ganz halt deutlich. Und es geht nicht darum, etwas zu machen, sondern etwas zu erreichen. Also unbedingt sich an Ergebnissen auszurichten. Nur dann bin ich halt auch wirksam. Die Teams, die ich habe, sind nicht mehr ganz so starr, so Abteilungssilos, sondern wir gehen in Richtung von fluiden Teams. Wir wollen uns aber fokussieren, damit wir auch die Dinge fertig kriegen. Und
Transparenz schaffen, damit wir gemeinsam auf die richtige Richtung zugehen können. Das ist so das Umfeld, was hier im Moment so angesagt ist. Und dabei unterstützen uns dann halt die Objective and Key Results, weil, wie so schön heißt, die OKRs eigentlich ein kollaboratives Zielsetzungsframework für Teams und Organisationen sind. Also es geht auch sehr viel um gemeinsame Arbeit dabei. Ja, eine Ergebnisorientierung wird halt unterstützt. Der Kunde steht wirklich absolut im Mittelpunkt, kommt immer wieder drin vor. Wir richten uns gemeinsam auf ein Ziel aus. Die Ziele, die gesetzt werden, sind halt herausfordernd und die Ergebnisse müssen unbedingt messbar sein, sonst macht das Ganze relativ wenig Sinn. Es unterstützt wirklich Innovationskraft im Unternehmen und es erzeugt halt auch Engagement bei den Beteiligten mit diesen messbaren, sinnvollen Zielen. Und ja, klingt schon mal durch, aber die Fortschritte sind halt auch messbar. Und es ist natürlich transparent im ganzen Unternehmen. So, das ist jetzt natürlich relativ abstrakt. Wie sieht es denn etwas konkreter aus? Und zwar, man darf eigentlich nicht nur von OKRs einfach so sprechen, sondern muss es im Zusammenhang, größeren Zusammenhang sehen, nämlich, dass man wirklich als Organisation eine Vision hat, woraus sich ja dann eine Mission ableitet und strategische Initiativen oder, wie es im OKR-Sprech heißt, MOLs, was halt die sogenannten Midterm-Goals sind. Eine Vision ist ja häufigerweise so eine, weiß nicht, Größe von 5 bis 10 Jahren vom Zeitraum, wo man da halt so hinschaut. Die Mission, vielleicht reden wir da von 2 bis 5 Jahren und die MOLs oder strategischen Initiativen reden wir ungefähr im Zeitraum von 12 Monaten. Und darunter setzen dann die OKRs an. Und dieses Gesamtspiel lässt das Ganze dann auch sehr viel sinnvoller erscheinen. Wenn man jetzt mal etwas genauer reinguckt, stellt sich nämlich heraus, dass ich die OKRs nicht einfach darunter setze und darauf hinarbeite, sondern, wie es im, ich sag mal, agilen, modernen Kontext halt üblich ist, dass ich mich hier wieder in einen Prozess einsteige. Ich denke mir nämlich typischerweise Objectives and Key Results alle 3 Monate aus. Im Endeffekt muss jeder für sich rausfinden, dass 3 Monate, 4 Monate, vielleicht auch 6 Monate der richtige Rhythmus ist. Aber das ist sozusagen der sogenannte OKR-Zyklus, in dem ich am Anfang einmal so eine Planungssession habe. Dort bestimme ich meine Objectives und Key Results und sie dann mitnehme in meinen Unternehmensalltag und idealerweise wöchentlich mal drauf gucke mit den Beteiligten, wo stehen wir denn da? Immer mal wieder, vielleicht so im Monatsrhythmus, führe ich ein sogenanntes Review durch oder eine Demo im Sinne von, ich zeige allen Beteiligten, allen, die Interesse daran haben, wie weit sind wir denn halt gekommen. Und am Ende eines Zykluses mache ich dann auch wieder eine Retrospektive, um zu gucken, okay, wie gut ist eigentlich dieser Prozess als solches gelaufen? Was kann ich lernen? Und beim nächsten Zyklus baue ich das einfach mit ein und so sieht man es schon. Und wer mit Scrum und ähnlichen Frameworks vertraut ist, merkt schon, ah, das ist so ein typischer Verbesserungszyklus oder auch aus IT-Service-Management natürlich auch bekannt, wenn man einen Plan-Do-Check-Act-Zyklus denkt, erinnert doch sehr stark daran. Und dann geht es wieder los. Ich mache wieder meine neuen Objectives und arbeite damit dann wiederum ein Quartal lang. Oder 3 Monate, wenn ich mich auf diesen Zyklus halt gepackt, da geeinigt habe. Also das ist, geht auch wieder so, ist quasi schon ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess mit eingebaut. Okay, was ist denn nun so ein Objective? Ein Objective ist halt ein Zielzustand. Und man fragt sich halt, welchen Zielzustand möchte ich eigentlich erreichen? Und das Objective beschreibt einfach diesen Zielzustand, was ich nämlich erreichen möchte und gibt eine Richtung an, wie ich möglicherweise dorthin komme. Das ist schon alles. Also eine relativ qualitative Geschichte. Um es ein bisschen greifbarer zu machen, habe ich hier ein schwieriges Beispiel mitgebracht. Es ist so ein bisschen wie ein Punkt auf der Landkarte, wo ich halt hin will. Ich mache mal hier so wie ein Ort, wie ich zum Beispiel nach New York kommen möchte. Diese Analogie hat allerdings einen Pferdefuß, wie wir gleich sehen werden. Deswegen nur erstmal eine Idee zu geben. So, und was ist nun dann das Key Result dazu, zu diesem Objective? Ein Key Result beantwortet eigentlich die Frage, wie stelle ich denn fest, ob ich dorthin gelange zu meinem Zielpunkt, wo ich hin möchte, oder Zielbereich, Ziel, wo ich hin möchte. Und das Key Result, daran kann ich halt feststellen, wie nah bin ich meinem Objective eigentlich schon gekommen.
Und wenn ich zu einem Objective mehrere Key Results habe, geht es eigentlich so, je mehr Key Results ich erreiche, desto näher komme ich meinem Objective. Deswegen hat es ein bisschen was wie so einen Wegweiser mit einer Entfernungsangabe zu meinem Zielort. Diese Key Results sind auch, ich sag mal, smart typischerweise definiert, damit es auch messbar ist. Was in dieser Analogie eigentlich ein bisschen gefährlich ist, es ist kein Milestone-Plan, den ich erreiche. Das ist so ein bisschen die Krux jetzt an dieser Analogie mit der Landkarte dabei. Also da bitte nicht drauf reinfallen. Es wird wahrscheinlich gleich deutlicher. Ich bringe dann nochmal zwei Beispiele, wenn wir uns angeguckt haben, wie diese Objective Key Results eigentlich gestaltet werden. So, dann gibt es halt Kriterien für gute Objectives. Wie sieht denn nämlich ein gutes Objective aus? Also es ist qualitativ beschrieben. Es beschreibt halt einen erstrebenswerten Zustand in der Zukunft und ist halt abgeleitet von der Strategie und langfristigen Zielen und Teamanforderungen. Und es soll wirklich inspirierend, ambitioniert, aber erreichbar sein. Also es kann auch durch so ein bisschen Marketing-Sprech mäßig rüberkommen. Ja, es sollte so ein übergeordnetes, abgeschlossenes Paket halt sein. Und ganz wichtig, in meinem Zyklus, zum Beispiel dem Quartal, soll es erreichbar sein. Auch noch ganz wichtig, damit ich auch mal auf aktuelle Gegebenheiten eingehe, es sollen keine Evergreens sein, also die Objectives, die immer wieder drin vorkommen. Der Fokus liegt ganz klar auf dem Kundennutzen und typischerweise fokussiert man sich auf maximal 5 Objectives pro Organisationseinheit. Es können auch gerne 2 oder 3 sein. Für die Key Results sieht es ein bisschen anders aus. Die sind halt quantitativ formuliert, also messbar. Sie treiben halt den Erfolg und das Erreichen des Objectives voran. Es sollen halt Ergebnisse sein, ne? Key Results, keine Milestones. Sie sollen ambitioniert und trotzdem erreichbar sein. Es sollten Punkte sein, die direkt beeinflussbar sind und möglichst unabhängig von den weiteren Key Results des Objectives. Wieso das? Wenn ich jetzt ein Objective habe, was schon sehr ambitioniert ist, weiß ich zu diesem Zeitpunkt vielleicht gar nicht, wie ich dorthin komme. Also ist jedes Key Result, was ich definiere, eine Art Hypothese, wie komme ich denn dahin? Und wenn eine dieser Hypothesen nicht funktioniert und alle anderen Key Results darauf aufbauen würden, kann ich mein Objective nicht erreichen. Von daher, wenn ich die unabhängig habe, kann ich einfach die anderen Key Results weiter dran arbeiten und trotzdem mich meinem Objective nähern. Sie muss natürlich spezifisch formuliert sein und man sagt auch typischerweise maximal 5 Key Results pro Objectives, 3 pro Objectives, 3 tun es halt auch. Ich spreche die ganze Zeit von Messen. Warum überhaupt messen? Damit ich wirklich sehe, wo ich rauskomme, anschließend es auch bewerten kann. Und es hat auch was damit zu tun, dass die OKRs halt Innovation, Fortschritt und Verbesserung unbedingt fördern sollen. Es gibt den Spruch, 70 ist das neue 100. Wie kommt das da rein? Man misst nur in einer Skala von 0 bis 100%. Übererfüllung gibt es nicht. Und in dieser Philosophie, weil das auch besser mit unserem Gehirn eigentlich zusammen funktioniert, was aber daran bedeutet, wenn ich sehr ambitionierte Ziele habe, dass wenn ich 70% erreiche, bin ich richtig gut dabei. Wenn ich mal 100% erreiche, ist das exzellent. Bei 30% sage ich, na, mal sehen. Und bei 0 sage ich, und das ist nicht gehässig gemeint, wir haben zumindest was gelernt. Ich weiß halt nicht unbedingt, wie ich mein Objective erreiche. Von daher, wenn ich innovativ sein will, muss ich natürlich immer Fehlschläge halt haben. So. Und der Spruch ist einfach, ist das Ergebnis immer 100%, dann waren die Ziele zu leicht. Und auch ganz, ganz wichtig, keine Verbindung zu irgendwelchen Incentives in diesem, sag mal, Ziel-Framework. Sonst funktioniert es nicht. Ich habe ein Beispiel mitgebracht, um das ein bisschen vielleicht anschaulicher zu machen. So eine Bäckerei, die Vision hat unsere Brötchen auf dem Frühstückstisch jeden Tag. Die Mission ist, die führende Bäckerei in jeder Großstadt halt zu werden. Und sie haben sich jetzt zwei Objectives überlegt. Das eine ist, ein perfektes Sortiment zu schaffen. Sehr qualitativ formuliert. Die Key Results dazu wären, 4 neue Torten sollen ins Sortiment kommen und 20 verschiedene Körnerbrötchen. Das sind die Ergebnisse. Die Maßnahmen, wie ich jetzt zu meinen Körnerbrötchen komme, die überlege ich mir hinterher. Das ist schon wieder eine Ebene darunter. Also auch in den Key Results stehen keine Aktionen als solches drin. Das andere Objective wäre hier großartige Sichtbarkeit erreichen, die Key Results dazu 5 Social-Media-Beiträge jede Woche und sie wollen Stand auf 3 Großveranstaltungen pro Monat
haben, welche Maßnahmen ich einführen muss, um diesen Stand überhaupt hinzukriegen. Vielleicht muss ich erst einen Stand entwickeln, bauen, wie soll der aussehen? Das mache ich dann halt später. Und am Ende dieser Planungssession, was ich vorhin genannt habe, stehen halt solche Objectives plötzlich da und dann kann damit losgearbeitet werden. So, wie hat das bei uns begonnen? Ein bisschen habe ich schon was erzählt. Es ging ja so los, wir haben eine neue Organisationsstruktur gekriegt, wo plötzlich jede Menge Produktteams nebeneinander standen, die gemeinsam in die gemeinsame Richtung halt gehen sollten. Und das waren halt 260 Kollegen, aufgeteilt auf 25 Teams. Da haben wir es entsprechend halt eingeführt und wir hatten, habe ich ja schon angedeutet, eine sehr hohe Bandbreite von Services, die wir abzuliefern haben. Von wirklich den IT-Endgeräten auf dem Schreibtisch der Kollegen, irgendwie Collaboration-Dienste, Rechenzentrumsbetrieb und Cloud-Migration waren es zum Beispiel solche Themen. Also doch eine relativ große Bandbreite. Was wir dann gemacht haben, um da auch mal einen kleinen Eimer reinzugucken, für wie sowas aussehen kann, haben wir uns quasi vier Objectives gegeben für vier Bereiche, die sich immer um das Thema Cloud-Nutzung gedreht haben. Colleague Computing, das ist dieses Endgeräte-Computing, dann eine Transformation zur agilen Organisation, in der wir uns befunden haben, und das Thema Operational Excellence. Also wie können wir im täglichen Leben besser werden? Und ein Beispiel, was ich mitgebracht habe, ist auf die IT bezogen, wäre, wir haben gesagt, okay, der IT-Betrieb performt bei gleichbleibender Stabilität mit geringerem Personaleinsatz. Und dann haben wir uns überlegt, okay, was könnten Key Results sein, um das halt hinzukriegen? Und ein Key Result war zum Beispiel, dass wir ein Frontend gebaut haben zur Automatisierung von, sag mal, Netzwerkdienstleistungen oder auch anderen Dienstleistungen, sodass jeder im IT-Betrieb diese Dienstleistung einfach anwenden konnte. Das sollte ein Ergebnis halt sein. Zweites Ergebnis, wir haben so eine sogenannte Entrümpelungsaktion durchgeführt, wo wir 10% Zeitersparnis in jedem Team generieren wollten. Also rausfinden, was lohnt es sich nicht mehr zu tun, was müssen wir abschaffen. Das war das zweite Key Result dazu. Und wenn man so sagt, okay, wenn ich mehr Zeit einspare dafür, dann kann ich halt über wichtige Dinge nachdenken und meinen Betrieb zum Beispiel weiter automatisieren. Das waren so Ideen, die dahinter gesteckt haben, was denn halt auch passiert ist. So, wie funktionierte nun die Einführung halt als solches? Wir haben es von Anfang an, ich sag mal, sehr iterativ gemacht. Das heißt, gleich mit allen Beteiligten darüber gesprochen, wir wollen nicht es einmal einführen, das ist es dann, sondern von vornherein gesagt, wir machen das jetzt mal einen Zyklus lang nach bestem Wissen und Gewissen und sehen, wie gut es funktioniert. Im nächsten Zyklus werden wir uns verbessern. Und nicht von vornherein, dass wir gesagt haben, die Objectives müssen perfekt formuliert sein. Die Key Results müssen wirklich alle unabhängig voneinander sein und so weiter. Waren sie zu Anfang auch nicht. Da kann ich gleich ein bisschen was zu erzählen, was da zwischendurch noch so, ich sag mal, alles passiert ist. Ja, wir sind Inspect- und Adapt-mäßig halt vorgegangen, was ja auch zu so einem iterativen Vorgehen auch mal sehr gut halt passt, ist, jeder hatte die Möglichkeit, sich halt mit einzubringen. Also jeder Mitarbeiter über alle Hierarchiestufen hinweg. Und es ist natürlich genau das passiert. Es hat nicht jeder da mitgewirkt, aber die, die mitgewirkt haben, haben sozusagen freiwillig gemacht. Und da kam dann auch richtiger Input, dass wir zusammengearbeitet haben. Und es war halt keine Management-Aktion oder so eine Aktion, wie sich so ein Agile-Coach halt ausdenkt. Was auch dabei halt sehr gut war, dass man Leute, die den Ganzen sehr skeptisch gegenüberstanden, von vornherein auch einfach mit einbinden konnte und sagen, okay, wenn ihr dort Schwierigkeiten seht, macht doch Vorschläge, wie wir es besser gestalten können. So, wir haben eine Zielhierarchie gehabt. Wir haben nämlich zu Anfang das Ganze so eingeführt, dass für den gesamten Bereich IT-Betrieb, für alle 260 Leute, es diese immer vier Objectives halt gab. Und auf diesem Level haben wir es erstmal gelassen. Und erst im Laufe der Zeit haben wir auch OKRs für die Produktteams eingeführt, wo wir erstmal auch rauskriegen mussten, wie gut funktioniert das halt eigentlich. Und auch das, ne, wie das iterative Vorgehen,
wo wir wieder auch wieder gelernt haben, gerade im ersten Zyklus, wie so eine Zielhierarchie ganz gut halt funktionieren kann. Und ja, was wir halt auch gemacht haben, ist, dass wir die Teams immer gleich mit dran beteiligt haben, was man zum Beispiel daran halt sieht, diesen großen OKR-Planungsworkshop, den es zum Anfang eines Zykluses gibt, lief bei uns dann so ab, dass wir mit ungefähr 40 Leuten zusammengesessen haben, einen Tag. Da war der Geschäftsführer mit dabei, ich sag mal die Hierarchieebene direkt darunter und alle und Vertreter aus allen Produktteams, so dass wir zusammen über die Hierarchieebenen hinweg die Objectives und die Key Results halt auch zusammen formuliert haben. Das heißt, die Teams und Teamvertreter sind von Anfang an mit dabei gewesen, sodass sie auch immer gleich ihre Sichtweise mit einbringen konnten. Und das war extrem hilfreich, dass die Ziele auch realistischer halt geworden sind. Hier ist die Stimme aus dem Off. Es ist da eine Frage reingekommen, Herr Brausewetter, und zwar, ja, welche Rolle spielt ITIL in der neuen Organisation? Ich sag mal, eine etwas untergeordnete Rolle. Untergeordnete Rolle, weil wir jetzt in selbstorganisierte Teams gegangen sind. Das ganze, ich sag mal, IT-Service-Management-Wissen ist ja noch da. So ein Incident-Prozess geht ja nicht auch plötzlich weg. Aber es ist dezentraler organisiert. Also noch da und es kann halt auch gut zusammen funktionieren. Es knatscht natürlich, es werden eine Menge Dinge hinterfragt, was ich persönlich sehr hilfreich finde. Dankeschön. Hoffe, die Frage des Zuhörers ist damit beantwortet. Ja, sonst in der Speakers Corner oder einfach nochmal nachhaken. So, Stolperfallen. Jetzt wird es, weiß ich, ein bisschen anekdotisch. Wir haben angefangen, im ersten Zyklus nicht mit 3 bis 5 Objectives zu arbeiten, sondern wir hatten gleich 12. Da kann ich sagen, das ist echt keine gute Idee. Und zusätzlich, fatalerweise, kam auch noch hinzu, dass es quasi wahrgenommen worden ist, dass es 12 Objectives waren, die zusätzlich zur eigentlichen Arbeit, zu Projekten und Tagesarbeit da waren. Und das hat gar nicht funktioniert. Was auch noch mal ein bisschen deutlich war, dass der Prozess, wie wir das umgesetzt haben, auch den ganzen Beteiligten noch nicht so ganz klar war. Also lieber klein anfangen mit weniger Zielen. Formulierung von Objectives und Key Results ist echt schwierig, denn 45 Kollegen formulieren OKRs und die anderen 220 sollen es verstehen. Da muss man drauf aufpassen, dass das gut genug ist. Und was auch noch hinzukommt, ist, die es formuliert haben, sollen ja nach 3 Wochen noch wissen, was damit gemeint war. Muss man auch lernen, funktioniert auch im Laufe der Zeit halt erst besser. Die Kundensicht nicht vergessen, die wirklich mit einbauen. Wir haben bei einem dieser Planning Sessions, ich glaube, das war nach dem dritten Zyklus, hatten wir Beobachter eingeladen, die sich das mal angucken wollten. Von denen haben wir das Feedback gekriegt. Ist ja schön und gut, was ihr macht. Es hilft bestimmt auch. Aber könnt ihr bitte schön ein bisschen mehr auf die Kundensicht achten? Die kommt relativ wenig drin vor. Und ich will ja Mehrwert für meine Kunden produzieren. So, und auch ein dickes Learning. Ich habe bei der Vorstellung des Zyklus ja gesagt, es gibt diese Weeklies. Das ist ja natürlich jetzt auch wieder, sag mal, OKR-Sprech. Ob man das wirklich jede Woche macht, alle 2 Wochen. Oder noch häufiger muss man sich halt überlegen. Wir haben die erst weggelassen. Wir hatten aber einmal im Monat so ein, ich sag mal, so eine Demo, also das Review, was dazu geführt hat, dass kurz vor dem Review immer richtig an den OKRs gearbeitet worden ist, weil man möchte ja was zeigen können. Wenn man einmal in der Woche drauf guckt, ist es einfach sehr viel, sag ich mal, angenehmer und mit, ja, angenehmer von der Arbeitsweise, nicht so eine Saisonarbeit. Und was auch wichtig ist, dass es nicht wirkt, als wäre es zusätzliche Arbeit, sondern dass ich eine gewisse Verzahnung mit dem, was ich tagtäglich mache, auch erreiche. Denn dann fühlt es sich ernst, also natürlich an und ansonsten wirkt es halt wieder wie so eine zusätzliche Last. Ah, das mache ich, wenn ich Zeit dafür halt habe. Aber ich möchte ja richtig wichtige Sachen erreichen. Deswegen mache ich ja diese OKRs. Also muss ich es mit dem täglichen Leben vereinbaren können. Und ja, das Projektgeschäft muss ich natürlich auch mit abbilden, wenn es denn entsprechend für mich wichtig ist. Randbemerkung, ich kann mir auch überlegen in der Einführung, dass ich sage, okay, ich mache die OKRs vielleicht auch nur für einen Teil meiner Geschichte, vielleicht nur für das Projektgeschäft und dass mein Business as usual
außen vor, muss man ausprobieren, was da halt so funktioniert. So, das waren einige Stolperfallen. Dann haben wir den Punkt auch gehabt, wie haben wir es denn überhaupt eingeführt? Also wir haben so eine Top-Down-Einführung gehabt, dass wir es halt erst für den gesamten Bereich gemacht haben mit den vier erwähnten Objectives und es dabei belassen. Dann haben wir in einem nächsten Schritt dann später die Teamebene sozusagen hinzugefügt, wo die Teams sich entsprechend dann auch OKRs aus den sagen wir, Bereichs-OKRs abgeleitet haben und sich damit überlegt haben, was kann ich mit meinem Team tun, um das Bereichs-OKR zu erreichen oder Bereichs-Objectives zu erreichen und daraufhin ihre eigenen Objectives und Key Results definiert. Das hat für uns soweit gut funktioniert und es waren gleich alle dran beteiligt. Frage, kann man es vielleicht auch andersrum machen? Geht der nun auch bottom-up? Geht auch. Das habe ich dann mit einem anderen Bereich gemacht, wo es andersrum funktioniert hat. Da gab es so eine Art ja, Moles, also Midterm-Goals für das Jahr, nicht ganz sauber formuliert. War zu dem Zeitpunkt gerade noch nicht möglich. Aber dann hat sich ein Team hingesetzt und gesagt, okay, wir möchten das für uns ausprobieren. Und dieses Team hat dann daraus die OKRs abgeleitet für sich. Das natürlich dann auch entsprechend mit dem Management nochmal halt abgesprochen, auch gleich Feedback gegeben, das ist nicht gut genug formuliert, hier gibt es Missverständnisse. Das war halt sehr hilfreich, aber ich kann es auch sozusagen mit einem Team halt machen oder mehreren Teams. Das ging dann weiter, Team 2 und 3 kamen dann auch noch hinzu, sodass auch ein Bottom-up-Ansatz funktionieren würde und ich dann erst das für den gesamten Bereich drauf aufsetze. Funktioniert auch. Ja, kann man es auch einfach mit einem Pilot machen. Das geht natürlich, also ja, geht auch. Ein bisschen war es gerade in dem Beispiel schon drin. Da kann ich es ja auch nur mit einem Team als solches machen. Aber was halt auch funktioniert ist, dass ich erstmal sage, ich mache es nur für einen Unternehmensteil und nicht gleich für das gesamte Unternehmen oder für die gesamte Organisation. Dann suche ich mir einfach einen Strang oder ein Themengebiet raus. Was war aber denn auch mal schon gleich deutlich wird es, wo sind eigentlich Abhängigkeiten zwischen Themen, mit wem müsste ich eigentlich noch sprechen und wo sind eigentlich Ziele unklar formuliert. Auch ein schöner Nebeneffekt. Manche sagen, oh, das ist aber ärgerlich, da muss ich mich mit mehreren Leuten auseinandersetzen. Ich muss wieder mehr Sachen abstimmen, aber genau das ist es. Wenn ich mich nicht abstimme, kriege ich es erst später raus. Nämlich, wenn ich vielleicht schon Arbeit investiert habe und das kann ich damit vermeiden. Das wäre ja so die Idee. So, was gibt es sonst noch so? Kurz, sag mal sozusagen dabei zu beachten, wie mache ich das jetzt mit Dokumentation? Es gibt jede Menge OKRs-Tools auf dem Markt. Wir haben uns für PowerPoint und unser Confluence-Wiki entschieden, weil wir gesagt haben, da schreiben wir die Dinge rein, jeder hat Zugriff drauf und es hat für uns wunderbar funktioniert. Vollkommen ausreichend dafür gewesen. Noch ein neues Framework. Wie ist denn jetzt denn das da mit Aufwand und Bürokratie oder was lasse ich denn eigentlich weggehen, wenn ich wieder was Neues halt mache? Das würde ich im Rahmen der Selbstverantwortung sehen, was wir auch so gemacht haben. Möglichst den Aufwand klein halten, also nicht gleich ein neues Tool zum Beispiel gleich einführen. Die Events recht schlank halten, also wirklich so ein Weekly auch kurz halten, ein Review kurz halten, dafür, wofür es da ist. Und wenn ich es schaffe, das noch, ich sag mal, in mein tägliches Arbeitsleben sowieso mit zu integrieren, dann ergeben sich die Synergieeffekte schon von alleine, dass ich keinen zusätzlichen Aufwand da halt reinkriege, beziehungsweise durch das fokussiertere Arbeiten locker wieder rauskriege. Ja, wie passt das mit agil zusammen? Als agiler Coach ist das natürlich für mich das eine wichtige Frage, wenn man von dem Wort mal hierher kommt. Ich finde, es passt wunderbar zusammen. Zum einen ist es dieser iterative Ansatz, der da eine große Rolle spielt. Und ich habe halt Teams gesehen, bei denen lief das denn so ab. Sie haben sich ihre Objectives gemacht. Es gab die Key Results dazu. Diese Key Results wurden dann quasi umgewandelt in Themen oder Epics für die tägliche Arbeit sozusagen. Damit waren sie dann auch gleich in unserem ja, Jira, was wir als Ticket-Tool dafür halt nutzen. Daraus haben sich ihre User Stories ergeben und damit war es ein natürlicher Teil ihrer täglichen Arbeit. Also da passt das halt sehr, sehr gut. Wie sieht es mit dem Tagesgeschäft aus? Die Idee ist nicht, dass ich mein Tagesgeschäft eigentlich abbilde
und sage, dass uns das Ziel, weiß ich nicht, meine, weiß nicht, diese Incident-Quote will ich halt haben. Ich würde da hingehen und sagen, okay, ich packe dort Verbesserungen im Tagesgeschäft rein, vielleicht eine Verbesserung der Incident-Lösungsquote zum Beispiel. Das wäre mein Objective. Ich kann mir Key-Results überlegen, wie ich da hinkommen will und gehe darüber das Tagesgeschäft halt an. So, und wo wir uns ja noch in der Pandemie befinden, ist auch die Frage da, okay, OKRs in der Krise, was ist das eigentlich, wie funktioniert das? Sehr, sehr unterschiedlich, kann ich sagen. Für einige Firmen funktioniert es extrem gut, die gesagt haben, endlich, da ich ja sowieso nur auf 3 Monate plane oder kürzer, kann ich jetzt auch ganz klar umsteuern und sagen, okay, ich muss mich ganz anders benehmen in der Krise, was jetzt ich nicht auf gerade Notbetrieb umschalten, damit fallen alle Projekte weg, dann lasse ich sie weg. Das kann ich mit meinen OKRs wunderbar halt steuern. Es gibt auch Unternehmen, die sagen, okay, wir haben Krisenmodus, wir arbeiten jetzt wieder doch verstärkt top-down, dann fallen OKRs häufig hinten runter. Habe ich beides gesehen und ja, mit den entsprechenden Ergebnissen kann es, ja, die dann dabei rauskommen. So, Key-Takeaways, was würde ich gerne mitgeben wollen? Das eine ist wirklich iterativ vorgehen und lernen. Von Zyklus zu Zyklus und nach einem Jahr hat man eigentlich ein gutes System am Laufen. Vor allem es transparent halten für alle, nicht nur für den Objective selber, auch vom Einführungsprozess als solches, und zwar von Anfang an. Dann habe ich auch alle die größte Chance, alle auch gleich mitzunehmen. Ich brauche eine Verzahnung mit dem echten Arbeitsleben, damit ich in so einen natürlichen Fluss einfach reinkomme, dass es nicht als zusätzlich angesehen wird. Und ein bisschen Mut bedeutet es halt auch, aber dann kann ich nämlich gleich wirklich damit anfangen und es einfach tun. Und es wäre für mich auch okay zu sagen, es funktioniert für uns nicht oder noch nicht. Dann kann ich am Anfang Ansatz nochmal Veränderungen natürlich vornehmen. Ich kann es natürlich irgendwann streichen, geht auch. Kriege ich ja dann auch relativ schnell halt raus. Aus meiner Sicht würde ich sagen, gut gemacht, lohnt es sich auf jeden Fall, aber ich kriege es nur raus, wie es für mich funktioniert, wenn ich damit einfach anfange. So, das war mein Input. Dann hätten wir jetzt Zeit für Fragen. So, die Stimme aus dem Off auch jetzt wieder mit Bild. Fragen sind bis jetzt noch keine reingekommen. Erstmal vielen herzlichen Dank, Herr Brausebetter, für diesen interessanten Vortrag zu den OKRs und was das im Unternehmenskontext bedeutet, beziehungsweise auch im Daily Work bedeuten kann. Gibt es von den Zuhörern noch Fragen? Dann hätten Sie jetzt noch die Chance, diese über das Fragetool zu platzieren. Ansonsten, wie bereits erwähnt, wird der Herr Brausewetter auch danach noch in der Speakers Corner verfügbar sein. Ah, jetzt geht's los. Und zwar die erste Frage, die reingekommen ist, wie gehen Sie mit den Konflikten etc. aus Projekten um? Also idealerweise bilde ich sie mit in den OKRs halt ab. Aber für mich ist es eher so ein typischer, es ist halt ein Diskussionsbedarf, der entsteht. Und der wird an diesem Punkt sehr deutlich. Ich muss diesen, als Organisation, diesen Konflikt, glaube ich, auf jeden Fall sowieso lösen. Aber mir ist es lieber, ihn zu einem bestimmten Zeitpunkt, also möglichst früh zu erkennen, um dann in die Lösung zu gehen, um dann wirklich auch zu entscheiden, vielleicht macht mein OKR ja, steht im Widerspruch zu diesem Projekt. Dann muss ich mich entscheiden, mache ich das eine oder mache ich das andere. Aber dann tue ich es an dieser Stelle schon, bevor ich Geld investiert habe oder viel Geld investiert habe. Okay, ich denke, dass das schon mal diese Frage beantwortet hat. Dann kam als nächstes rein, spannender Ansatz. Wie sind Sie mit Widerständen umgegangen? Oder gab es gar keine Widerstände? Nee, ich habe das einmal vorgestellt und alle waren total begeistert. Ich denke es mir. Ja. Aber wir haben richtig aktiven Widerstand haben wir sozusagen nicht gehabt. Wir haben eine Menge Bedenken gehabt. Wir haben sie ernst genommen. Und als wir angefangen haben, zum Beispiel erst mit diesen 12 Objectives und es als zusätzliche Last empfunden haben, haben wir es wirklich sozusagen adressiert und auch festgestellt, das funktioniert so halt nicht. Und haben es im nächsten Satz, in der nächsten Iteration halt verbessert. Wir haben auch sehr lange darüber diskutiert, wie viele Objectives soll es denn eigentlich geben. Wir haben Diskussionen geführt, ist eins nicht vielleicht für uns gerade passend? Und das über Ernst nehmen und
einbinden, haben wir es eigentlich sehr gut adressiert bekommen. Und es hat jetzt keiner sich so offen hingestellt und gesagt, nee, mache ich jetzt nicht. Die waren vielleicht weniger beteiligt und ich sag mal, Enthusiasmus ist immer noch unterschiedlich. Aber es hat halt keiner im Endeffekt blockiert. Sehr schön, danke dafür. Dann kam als nächstes. Waren Sie als über die ganze Zeit als Moderator oder auch als aktives Mitglied in diesem OKR-Prozess tätig? Sehr, sehr lange war ich da halt tätig, also mit zwei Kollegen zusammen das gemacht. Aber was wir hauptsächlich gemacht haben, ist wirklich diese Events, ich sag mal, organisiert, moderiert. Also das Größte ist halt dieses Planungsevent. Die Weeklies angeleitet, ab und zu mal mit den Leuten gesprochen. Manchmal wird das ja auch als, weiß nicht, die OKR Champions oder so bezeichnet, die man denn halt schon braucht. Mehr denn auch, als wir in die Teams gegangen sind, haben wir da das auch gemacht. Ziel war es aber immer mehr und mehr, dass dieser Organisationseinheit selber anheimzugeben, diese Dinge halt auch zu gestalten und zu machen. Und so, dass wir uns angefangen haben, nach einem Jahr mehr und mehr zurückzuziehen aus diesem Geschäft. Ich denke, das hat die Frage des Zuhörers beantwortet. Wenn es jetzt keine weiteren Fragen mehr gibt, dann würde ich definitiv nochmal sagen, vielen herzlichen Dank für diesen guten Einblick, dass Sie uns mitgenommen haben, wie OKRs letztendlich hier bei der TUI eingeführt wurden. Habe ja, für gerne. Mich auch mitgenommen, dass man eben auch dranbleiben soll und das nicht vor sich herschieben und sagen, nach 3 Wochen mache ich dann meine OKR-Liste im Prinzip jetzt mal wieder hübsch, sondern immer regelmäßig dranbleiben. Das ist eigentlich auch so ein, glaube ich, ein bisschen ein Erfolgsfaktor an der ganzen Geschichte. Und man wird natürlich auch, ich denke mal, im agileren Umfeld da durchaus neue Ergebnisse erzielen können. Also nochmal vielen Dank, dass Sie uns auf die Reise mitgenommen haben. Für die Teilnehmer, wie gesagt, der Hinweis, wenn es jetzt noch detaillierte Fragen dazu gibt, besuchen Sie Herrn Brausewetter gerne in der Speakers Lounge. Wenn Sie von dort zurückkommen, über die Lobby haben Sie natürlich auch noch die Möglichkeit, eine PlayStation 5 zu gewinnen. Und zwar mit einer ganz einfachen Sache. Sie machen in unserem virtuellen Fotostand ein tolles Foto von sich, pinnen das an die Fotopinnwand und schon sind Sie im Lostopf. Weiterhin haben Sie auch die Möglichkeit, der Herr Brausewetter hat es auch in seinem Vortrag, wir sind in einem Krisenjahr. Vielleicht wünschen wir uns für 2021 ein etwas besseres Umfeld. Diese Wünsche dürfen Sie gern an unserem virtuellen Weihnachtsbaum hinterlassen. Da würden wir uns auch sehr drüber freuen. Und last but not least, vergessen Sie nicht die Ausstellerrallye. Hier müssen Sie 17 Buchstaben an den Ständen der teilnehmenden Aussteller finden. Ist nicht ganz einfach, aber auch nicht unmöglich. Und auch da gibt es natürlich dann morgen eine Auslosung mit tollen Preisen. Wie gesagt, nutzen Sie die Gelegenheit. Und ich darf dann schon für 16 Uhr in der Diving Session hier den nächsten Vortrag schon mal ankündigen. Wir hören dann Noel Funke. Er ist bei Volkswagen tätig und gleichzeitig auch Gründer des Vereins Hackers for Good. Und er hat auch zu dem Thema Corona einen interessanten Titel, nämlich Risiko Mensch in der Corona-Krise. In diesem Sinne freue ich mich, Sie vielleicht dann wieder als Zuhörer begrüßen zu dürfen. Ansonsten wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und vielleicht sehen wir uns dann morgen wieder hier bei der Taucher-Session. Ich würde mich freuen. Bleiben Sie mir gewogen. Tschüss.